Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Transport Fever. Wir sind hier gerade schon am Ort des Geschehens heute und sehen hier gerade noch, wie unser Zug hier ausfährt aus dem guten Bahnhof hier. So, genau. Uiuiui, da hinten ist aber wieder gut was los. Ach du meine Güte, haben die sich hier entwickelt. Aber holla, die Waldfee, haben die sich hier entwickelt. Ah ja, warten ja nur mehr als genug Leute. Warten sie auf dich oder auf dich? Wahrscheinlich eher auf dich, weil du schon voll bist. Aber der Stadtteil hat sich ja mal hier richtig ausgebaut. Sieht das hier drüben auch so extrem... Ach du Scheiße, sieht das auch so extrem aus. Na, bravo. Dass die immer alle schon voll sind, wenn die hier losfahren, das ist ja extrem. Seit dem... Na gut, wir sind jetzt auch schon nahe der 2000er Jahre, wodurch die sich natürlich entsprechend auch erweitern, aber so extrem hätte ich das jetzt nicht erwartet. Hier ist ja auch schon richtig gut Hochhaus entstanden. Die ganz gute Hochhausgegend. So. Schwupp, 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 mal gucken, dass hier alles passt. Aber sonst sieht das soweit ganz gut aus. Wir werden uns heute mal damit beschäftigen, dass wir hier oben eine Anbindung kriegen nach Kaltennordheim. Entschuldigung. Ist ja jetzt nur noch eine Strecke, die wir so gesehen bauen werden. Zumindest hier. Wie heißt das? Personenwagentechnisch. Weil da ist ja dann nichts mehr los. Eigentlich ist hinten der Teil, wo wir den Bahnhof hinsetzen sollten, weil hier nach meinem Empfinden genau die Leute sind, die es betreffen würde. Zweiter Straßenanschluss gleich mal. So. Und da können wir den dann hier so hinsetzen. Dann nehmen wir die Gleise, die dann hier so ausführen. Können wir schon mal so machen. Ziehen wir die schon mal raus. So. Straßenanbindung können wir auch schon mal setzen. Irgendwie ist heute etwas inperformant. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Die Strecke führt dann hier so weiter. Und meinetwegen dann hier parallel zur Bahnstrecke. Da können wir das dann aber auch schon mal hier anbinden. Und so eine kleine Busstrecke hier so gesehen machen. Der Bus da so gesehen wenden kann. Gleiches auch hier drüben. Da können wir allerdings die Wendeschleife sogar fast schon hier dran machen. Ich möchte das gerne so raus haben. Da kann ich nämlich schön herumziehen. So und so. Wenn ich jetzt beispielsweise hier sage, irgendwo eine Haltestelle, nehmen wir jetzt mal die hier. Kann ich jetzt hier ransetzen? Könnte ich auch hier eine große irgendwo ransetzen? Ne, hier nicht. Aber hier könnte es gehen. Irgendwo, wo es schön aussieht. Hier. Naja, da geht sie voll in die Straße rein, dann doch nicht. Dann doch nicht, dann kommt hier halt wirklich nur so eine kleine hin. Gleiches hier. Mache ich dann aber dahin. Sprich, wir fahren dann von hier, dann gibt es hier mal noch so eine Haltestelle, hier vorne beim Bahnhof. Können wir ruhig eine größere hinsetzen. Da fährt der Bus halt nicht bis hier rein, sondern dann eben nur außen lang. Und dann fahren wir hier lang. Hier nochmal eine Haltestelle und dann dahin. Könnten wir rein theoretisch schon mal die Buslinie legen. Einmal hier begonnen. Und hier geendet und zurück. Ne, ich will da nicht zweimal langfahren hintereinander. Einmal reicht. So, und auch das ist nicht vonnöten. Und das wird jetzt der Bus in... Oh, ich habe gar keine Musik an, fällt mir gerade auf. Deswegen ist das ja auch so ruhig. So, besser. Der Bus in... So, wie heißt du? In Kaltennordheim. Du kriegst wie immer ein schönes Grün. Und wir brauchen noch ein Depot.
Ah, das habe ich ja mittlerweile auch drin in Mod. IKEA als Landmark und Busstation. Das könnten wir hier irgendwo hinsetzen. Theoretisch will ich aber nicht, weil das passt hier überhaupt nicht hin. Wenn wir jetzt hier in IKEA einsetzen würden, würde das ja auch nicht mal schön aussehen. Deswegen einfach ganz normal. Ein schlichtes Busdepot, wie wir es auch sonst überall haben. Wir suchen uns jetzt noch passende Straßenfahrzeuge aus. Wir haben jetzt hier nämlich noch ganz viele andere drin, weil ich hier noch den ein oder anderen Mod mir reingeladen habe. Und hier kommen jetzt, nehmen wir mal hier so, ne, wir nehmen die. In einem, na warum in einem Grünton? Nehmen wir mal in einem Rotton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir mal 8 Fahrzeuge. Auf den Bus in Kaltenordheim. So genau, das ist der mit dem weißen Dach so gesehen. Der nicht komplett in einer Farbe ist. Das passt. So, dann müssen wir die Strecke hier nur noch unten anbinden. Sprich, wir werden jetzt einfach hier Stück für Stück dann runtergehen. Ah, Stück für Stück ist gut gesagt, weil das hier schon so losgeht. Hoffentlich komme ich hier auch Stück für Stück runter. Und nicht allzu sehr auf einem Bahndamm. Ja, hier gab es so gesehen so eine kleine Überbrückung, die wir machen mussten. Wo muss ich überhaupt hin? Da unten muss ich hin. Aber ich muss ja dann auch hier irgendwie über den Fluss kommen. So, also machen wir das Ganze hier noch ein bisschen ausgezogen. Dann gibt es so eine Brücke. Und jetzt hole ich noch das zweite Gleis von oben ab. Damit wir das dann auch gleich noch mit dran haben. Einmal bis hierhin schon mal gezogen. Und dann machen wir das mal hier dran und ziehen es noch bis hier unten hin und finden das in Ordnung und dann müssen wir es hier noch verbinden. So, ja gut, das wird nicht besser funktionieren und das gleiche machen wir hier nochmal. Haben hier die Verbindung, hier ist auch hoffentlich Gleiswechsel ist hier drin, ja. Gleiches können wir hier oben dann auch noch machen. Dass wir hier auch schon mal einen Gleiswechsel reinmachen. So, und dann brauchen wir jetzt noch Signale. Nehme ich hier einmal ein Main-Signal, gleiches drüben. Aber dann hauptsächlich noch die Blocksignale so gesehen. Hier werden eh nur zwei Züge drauf fahren, also brauchen wir jetzt hier eh nicht so viele Signale draufsetzen. Es wird jetzt hier nicht allzu groß werden, die Strecke. So, dann brauche ich noch ein normales Signal. Ein normales Signal. Da haben wir es. Was hier noch vor dem Bahnübergang kommt. Und dann werden wir noch eine Linie erstellen. Die fährt von hier bis hier oben hin. Und zurück. Über zwei Gleise, genau. Und nein, du fährst natürlich nicht hierhin, du fährst auf das Gleis. Sprich, ich muss dich irgendwie hier rüber münzen. Ich brauche also am besten ein Wegpunktmodell. Also die sind hinten, die Wegpunkte. Das ist der normale. Ich nehme den. Und du fährst, nachdem du hier warst, fährst du hier rüber. Und bist auf dem Gleis, dann passt das alles. Genau. Und wie habe ich denn die anderen genannt? Sind das auch alles Regionalbahnen gewesen, die ich dann hier so, wo ich die einzelnen Züge drauf hatte? Wieso hat der eigentlich so eine dunkelblaue Farbe? So, beispielsweise der hier so lang fährt. Du warst der dunkelblaue, genau. Und wo bist du hier gerade? Du stehst hier wahrscheinlich gerade. Nee, ich will dich. Du bist der 98er. Gut, dann wirst du der 96er. RB 96 zwischen
Halt erstmal den Strich. Allendorf bis Kalten. Ja, bis Kalten. Punkt. Das sollte reichen. Du kriegst auch wieder ein schönes. Ah, du kriegst auch wieder ein Dunkelblau. Dann kriegst du jetzt aber auch noch ein Dunkelblau. Einfach weil wir es können. Achso, ich glaube, ich hatte das eine andere Farbe gegeben, damit der hier unterschieden werden kann. Ach, egal. Man sieht das schon, was was ist. Ist unsere Städterangliste eigentlich immer noch so? Nach der Bevölkerung, dass hier. Wilhelmshaven hat mittlerweile. Ah, ne, hat immer noch die 1. Aber ist dicht gefolgt von Mayenburg. Denkt man gar nicht, dass die Stadt so groß ist. Lauterbach eigentlich noch sehr weit hinterhergehangen, obwohl die hier schon so viele höhere Häuser haben. Muss ich gleich mal gucken, ob ich hier demnächst auch wieder hier unten noch eine Buslinie langlegen sollte, was ich definitiv jetzt machen sollte. Aber die kann ja dann nur hier unten rumfahren in dem Gebiet. Also machen wir jetzt erstmal nochmal eine Buslinie. Was haben wir denn hier? Achso, das ist die Unterteilung. Einfach nur nochmal eine Buslinie, die fährt dann. Ja, hier muss er halt immer über den Bahnübergang, das will ich halt nicht. Deswegen beginnst du einfach hier drüben bei dem Bahnhof und bekommst hier. Dann kann ich hier raus, ohne dass ich ein Haus abreißen muss. Eins muss immer dran glauben. Aber nicht gerade das Große. Also so komme ich raus, ohne dass eins dran glauben muss. So komme ich raus, ohne dass. Ja, okay, das muss definitiv dran glauben, also kann es auch weg. So, dann hier die Verbindung setzen. Und hier oben wieder ran. So, und dann bekommst du nämlich hier. Ich wollte hier drauf. Eine schöne Haltestelle. So eine große. Und fährst dann hier runter. Damit wir so gesehen auch die Seite angebunden haben. Fährst dann nochmal hier durch. Achso, da haben wir hier nur den Bahnübergang, aber da fährt ja kaum was drüber. Dann geht's hier nochmal lang. Dann gibt es am Bahnhof jeweils nochmal eine große Haltestelle. Und ja, dann machen wir hier mal noch eine doppelte. Und dann ist hier auch Ende Gelände für dich. Wieso wird die denn jetzt schon wieder entfernt, nur weil ich hier rausgehe? Das ist ja dämlich. Ist das egal wo? Ne, dann mache ich das so. Und du hast dann hier deine Endstelle. Eine neue Linie. Bus, nur in der Nähe bitte. Fängt hier unten an, fährt hier hoch. Da lang, da lang. Da lang, da lang. Dann daran, zurück, hier zurück. Hier lang, das noch mitnehmen. Die Dorfstraße nochmal und dann da unten. Und das wird der Bus in Lauterbach 2. Bus Lauterbach 2. So, da bin ich wieder nach kurzer Störung. Hat sich das auch. Ja, oh, wieso haben die denn noch die alten Busse? Das geht ja gar nicht. Fahrzeugersatz. Ihr kriegt die hier ein. Und mal sofort ersetzen. Ja. Das geht ja gar nicht, dass die noch so alte Fahrzeuge hier rumfahren haben. Wo haben wir denn hier überhaupt das Fahrzeugdepot? Um mal kurz zu suchen. Da haben wir es. Straßenfahrzeuge. Wir nehmen hier mal noch die älteren O405, die sind auch ganz cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollte erstmal reichen. Linie zuweisen. Bus in Lauterbach 2. Genau. Und der Bus Lauterbach 2 kriegt von mir jetzt auch nochmal eine feste Farbe, nämlich weiß. Währenddessen der Bus in Lauterbach 1 die feste Farbe hat.